Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Gestern Abend war der letzte Abend des achttägigen Chanukka-Festes. Und auch hier im Landtag wurde die Entzündung der dritten Kerze der Chanukia, des acht- bzw. neunarmigen Leuchters, auf Einladung des Präsidenten gefeiert. Chanukka ist ein eigentlich sehr freudiges Ereignis im Judentum, denn die Jüdinnen und Juden feiern mit dem Chanukka-Fest den Sieg der Makkabäer und die Wiedereinweihung des zweiten Jerusalemer Tempels im Jahr 164 vor Christus. Aber Chanukka steht auch noch für etwas anderes. Chanukka ist auch das Symbol für ein lebendiges jüdisches Leben, das trotz Verfolgung und Pogromen seit der Antike bis zur furchtbaren Vernichtungspolitik in der NS-Zeit bis hin zu aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus immer wieder neu aufgebaut wurde. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich darf auch sagen, wir sind froh, dass Nordrhein-Westfalen heute wieder Heimat von vielen Jüdinnen und Juden ist. In diesem Jahr fanden die öffentlichen Chanukka-Feierlichkeiten unter einem ganz besonderen Schutz statt. Und ähnlich wie im Jahr 2014 während des Gaza-Kriegs erleben wir derzeit wieder einen offenen Antisemitismus von einigen Menschen palästinensischer und arabischen Hintergrunds bei Protesten hier in Deutschland. Und es ist bedauerlich, es ist aber auch verständlich, dass die jüdische Gemeinde Duisburg-Mülheim ihre öffentliche Chanukka-Feier aus Sicherheitsbedenken abgesagt hat. Ich will aber auch deutlich machen, dass ich ein hohes Vertrauen in die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen habe, dass diese Sicherheitsbehörden, die Polizei, der Verfassungsschutz alles dafür tun, dass jüdische Gemeinden, ihre Einrichtungen und eben auch ihre Feierlichkeiten geschützt werden. Bei antisemitischer Gewalt in Nordrhein-Westfalen denke ich ganz besonders an zwei Ereignisse. Einmal denke ich an den Brandanschlag von drei jungen Männern mit palästinensischem Hintergrund auf die Synagoge in Wuppertal in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 2014. Ich denke aber auch an den Anschlag auf Menschen jüdischen Glaubens am Düsseldorfer Wehrhahn im Jahr 2000. Dabei wurden 10 Menschen verletzt und ein ungeborenes Kind getötet. Vor 2 Wochen erst wurde Anklage gegen den mutmaßlichen Täter, ein Neonazi, erhoben. Und ich denke, dass diese beiden Beispiele doch sehr deutlich machen, dass der Antisemitismus in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen und aus den unterschiedlichsten politischen Motiven auftritt. Es gibt den Antisemitismus unter einigen Menschen mit arabischem oder palästinensischem Hintergrund, der auch im Kontext des Nahostkonflikts zu sehen ist, aber nicht zu rechtfertigen ist. Es gibt den Antisemitismus als Kernbestandteil des Rechtsextremismus, auch wenn manche rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien vorgeben, sich davon distanzieren, um im selben Atemzug gegen Musliminnen und Muslime zu hetzen. Und es gibt antisemitische Vorurteile, die mal offen, mal versteckt, zum Beispiel als israelbezogenen Antisemitismus in weiten Teilen der Bevölkerung, zum Beispiel auch in linken Milieus, genannt wird. Und gegen alle Formen dieses Antisemitismus müssen wir vorgehen. Aber, und auch das ist mir wichtig, die Berichte von Menschen jüdischen Glaubens machen eben auch deutlich, dass es nicht nur die Spitzen antisemitischer Gewalt sind, sondern was ihnen Sorge bereitet und was auch mir Sorge bereitet, das ist die Diskriminierung von Jüdinnen und Juden, die es im Alltag gibt und die im Alltag zunimmt. Dass jüdische Schülerinnen und Schüler davon berichten, dass sie Mobbing und Beschimpfungen auf dem Schulhof ausgesetzt sind. Und genau diese Erfahrungen waren es ja, die Anlass für die jüdische Gemeinde in Düsseldorf war, vor einigen Wochen erst die Antidiskriminierungsstelle SABRA zu eröffnen. Diese Stelle berät in Fällen von Rassismus und von Antisemitismus. Und allein, dass es die Notwendigkeit gibt, diese Stelle einzurichten, zeigt ja schon, wie groß der Bedarf ist. Und das, finde ich, ist beschämend und das ist ein Zustand, den wir nicht hinnehmen können. Aber die Frage ist doch, was heißt das denn jetzt konkret? Um mal wegzukommen von diesem Floskelhaften, was heißt das denn jetzt konkret für Politik?
Ich finde, das heißt, dass wir die Auseinandersetzung brauchen, dass wir die Diskussion darüber brauchen, über antisemitische, über rassistische Vorurteile und Einstellungen. Wir brauchen den Dialog zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Und dafür gibt es ja Beispiele. Es gibt zum Beispiel das Abrahamische Forum des Interkulturellen Rates seit einigen Jahren. Es gab hier in Düsseldorf das aus meiner Sicht wirklich tolle und sehr gute Projekt Abraham trifft Ibrahim mit jüdischen, mit muslimischen, mit christlichen Jugendlichen. Im nächsten Jahr soll zum 18. Mal das Abraham-Fest stattfinden mit Akteuren, mit christlichen, muslimischen, jüdischen Akteuren aus Mahl und Recklinghausen, mit vielen Veranstaltungen. Und ich glaube, dass wir auch mehr niedrigschwellige Angebote brauchen. Und da gibt es Vorbilder dazu, zum Beispiel die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, die sehr niedrigschwellig arbeitet, die mit den muslimischen Communities zusammenarbeitet. Und wir brauchen genau diese Einbindung auch der muslimischen Akteure. Und weil ich die Schülerinnen und Schüler angesprochen habe, natürlich müssen wir auch die Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit Fällen von Diskriminierung, von Antisemitismus in der Schule stärken, damit sie angemessen reagieren können. Und was wir auch brauchen ist, wir müssen mal hinterfragen, inwiefern eigentlich die polizeiliche Kriminalstatistik, also die Erfassung von antisemitischen Straftaten, wie vollständig das eigentlich ist. Denn wenn man sich die Zahlen anguckt der polizeilichen Kriminalstatistik, dann sind die Zahlen auf einem sehr gleichbleibenden Niveau, sie gehen leicht hoch. Aber wir haben nicht die große Kurve bei den Zahlen. Also insofern gehe ich davon aus, dass wir eine hohe Dunkelziffer haben. Dann müssen wir diese Dunkelziffer doch aufarbeiten und gucken, was steckt da eigentlich hinter. Was ist das, was wir nicht erfassen, was wir nicht sehen, was aber ja vorhanden ist? Und ich meine auch, dass es wichtig ist, oder vielleicht ist es sogar das Wichtigste, dass wir verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen, dass wir differenziert mit dem Phänomen umgehen, dass wir ganz klar Probleme benennen, dass wir aber Minderheiten nicht gegeneinander ausspielen und dass wir nicht von einem importierten Antisemitismus sprechen, weil das negieren würde, dass seit Jahrhunderten Antisemitismus und Judenhass in Deutschland verankert ist. Und das sage ich auch. Und das sage ich auch mit Blick auf eine Fraktion, die ja gleich nach mir noch reden wird. Eine Fraktion, die in diesem Parlament ist, in deren Partei Holocaust-Verharmloser und Wehrmachtsverehrer in höchste Ämter gewählt wird. Und uns Demokratinnen und Demokraten eint doch eins, dass wir jüdisches Leben als festen Bestandteil unserer vielfältigen Gesellschaft sehen und dass wir jegliche Form von Antisemitismus verurteilen. Herzlichen Dank. Applaus